Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drover Forsaken Kin. 5 Erfahrungspunkte, in der D geben 5. Die anderen sind mit 10. Schön. Haben wir schon wieder einkassiert, was Schönes. Das nehmen wir alles mit für die Schleuder. Wird geschleudert. So, jetzt schauen wir einfach einmal, wir können ja jetzt dann. Wir haben ja Aufträge. Ah. Ah, das ist gut. Gut, dann schauen wir mal. Jedes Lager, da wird sicher einiges. Das ist der Bombus. Zum Verwechseln mit dem Bambus. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, das ist noch lange nicht fertig. Und wer bei 1000 Hollenreisern bist du jetzt? Keine Angst, ich will dir nichts antun. Angst? Du meinst, du würdest mir Angst einjagen? Das Neue, was? Guckst du blöd? Ich bin Agilo, Holzfäller vom Beruf, eigentlich. Jetzt bin ich Koch. Naja, muss ja dafür sorgen, dass wir nicht alle verhungern. Gira müsste eigentlich kochen. Der Schisser, ein kleines Beben schon macht er sich aus dem Staub. Und wer muss jetzt die Kelle statt der Axt schwingen? Ich! Ich könnte so viel Holz schlagen, so viel Holz. Und was kochst du da? Verflucht, das Zeug brennt schon wieder an. Jetzt lenk mich hier nicht ab. Wenn das nicht schmeckt, motzen mir alle wieder die Ohren voll. Senkis lässt aussehen, dass du bei der Brücke helfen sollst. Was soll ich denn noch? Was noch? Soll ich noch das ganze Holz eigenhändig nach Nemeton tragen und einen göttlichen einfangen? Kann er vergessen, wir brauchen hier auch was zwischen die Zähne. Brauchst du Hilfe? Ich habe das letzte Fleisch von Larea schon im Pott. Wir können das Kochen beschleunigen. Geh den Hügel hoch zu unseren Erdmieten. Du weißt, was das ist? Wohl nicht, so dumm, wie du aus der Wäsche guckst. Ein Lager im Boden, eingebodelt. Geh den Hügel hoch, dann findest du den Erdmieten. Die meisten sind leer, aber in einem sind noch Äpfel drin. Bring sie mir, danach kann ich auch zur Brücke gehen. Schreib es dir ins Tagebuch, wenn du es dir nicht merken kannst. Ist sowieso immer gut, den Überblick zu behalten. Dein Tagebuch kannst du immer sehen, was du vorhast. Und ich darf einfach so aus den Erdmieten raus was rausnehmen? Natürlich nicht, aber ich habe dir ja die Erlaubnis gegeben, also müssen wir dir nicht die Hand abhacken, wahrscheinlich. Ich kümmere mich darum. Dann abmarsch! Da kommt der Zieh und fragt, wie es läuft im Kessel. Spannend. Die Erdmieten. Wenn mich nicht alles irret, sind wir eh schon da drüben, richtig. Du hast eine Schrift gefunden, ne? Okay. Ich bin keine Kriegerin. Ich bin für sowas einfach nicht geschaffen. Jede Nacht dieses Geheule. Wenn die Reißer angreifen, was sollen wir dann tun? Ich möchte endlich wieder gut schlafen, statt kein Auge schließen zu können. Gero hat was davon erzählt, dass er mit ein paar Leuten zum Ruinenlager gehen möchte. Dort soll es besser sein. Dort sind Leute, die uns beschützen. Aber ich kann doch Larea und Senkis nicht zurücklassen. Senkis hat so viel für uns getan. Gero will sich morgen mit mir und den anderen treffen. Schon wieder. Es gehört, das Geheuer der Reiser hört einfach nicht auf. Ich hoffe, dass ich wenigstens ein bisschen schlafen kann. Drei Äpfel. Na, die zwei sitzen hier.
Großes Heilpflänzchen. Keine Sperrenzchen. Ich habe ein Heilpflänzchen. Mutz, Mutz. So, Meister. Hast du das Zeug aus den Erdmieden geholt? Warum hauen die Leute von hier ab? Wir sind eng mit den Verbunden. Aber dann kam das Erdbeben. Jetzt ist die Brücke kaputt. Und wir sind voneinander abgeschnitten. Und meinst du, Nemerton schickt noch Hilfe in nix da? Ein paar von uns wollen kein Reisfutter werden, Reißerfutter werden und sind zum Ruinenlager abgehauen. Wer dort arbeitet, ohne aufzumucken, ist sehr willkommen. Wieso musst du eigentlich kochen? Ich muss nicht kochen, aber ich bin der Einzige, dessen Fraß alle nicht direkt mit den Sumpf reiern. Wer kocht, kann nicht arbeiten, alte Sprichwort. Ich war bei den Erden. Dann quatsch mich nicht so lange vor, sondern gib mir, was du gefunden hast. Hier sind die drei Äpfel. Was soll ich denn damit? Das ist doch für den hohen Zahn. Davon werde ich nicht satt. Was soll ich denn machen? Mehr war nicht in den Erdmieten. Schau doch selbst nach. Verflucht! Sekis hat vermutet, dass jemand aus den Erdmieten klaut, hat wohl recht gehabt. Gestern war noch mehr drin. Ein Dieb? Sekis meinte, es schleicht nachts jemand rum, aber wer wäre denn so durchtrieben, von der Gemeinschaft zu klauen? Unglaublich. Was soll ich jetzt tun? Bei 1000 heulen Reißern, was für eine Scheiße. Lass mich nachdenken. Ich hab's. Die Bären in der Nähe. Gero hat immer welche gesammelt. Sind natürlich keine volle Malz, aber besser als nichts. Erst Äpfel, jetzt also Bären. Kann Gero nicht auch kochen? Du hast deinen Kopf also nicht nur als Helmhalterung. Ich würde mal schätzen, du bringst mir 5 Bären. Dann ist vielleicht sogar was für dich übrig. Okay. Hier sind deine Bären, das soll sowas sein, Herr Koch. Endlich, jetzt gibt's Futter. Alles rein damit. Sollte man sich erst klein schneiden? Ich weiß, was ich tue. Hab Gera oft genug zugeschaut und ich bin sicher, dass er das genauso gemacht hat. Riecht doch gut, soll es schmecken. Wenn keiner dran stirbt, war alles richtig. Okay, es ist zumindest warm. Also echt gut geworden. Oh, zwickt nur ein wenig im Bauch. Ist auch mal. Die Kelle hat eine braune, dunkle Flüssigkeit gefüllt, die nach Brackwasser riecht. Immer rein damit, Kelle austrinken. Und du hast reichhaltige Nahrung zu dir genommen. Viele Gerichte in Troa verleihen passive Effekte, wenn du gesättigt bist. Doch sei vorsichtig, wenn du weitere Nahrung zunimmst, wird der Satteffekt überschrieben. Warte am besten immer, bis der Satteffekt ausläuft, bevor du etwas Neues isst. Es ist ratsam, immer einen Satteffekt aktiv zu haben, damit sich deine Lebenspunkte passiv regenerieren. Und könnte noch etwas Nelkenduft vertragen. Genau richtig. Am Ende bin ich ein richtig guter Koch und sollte. Nee, nix da, mein Herz gehört meiner Axt. Und vorher kannst du kochen und Tränke herstellen. Es gibt noch weitere Handwerkstationen, bei denen du Fallen, Aus- und Wurfgegenstände herstellen kannst. Manche Rezepte kannst du im Handwerkmenü ohne Handwerkstation herstellen. Das ist das Rezept von Gero. Ich denke, ich habe nicht alles richtig gemacht. Schmeckt aber. Du kannst dir das Essen einfach selbst an einer Kochstelle zubereiten. Vergiss nicht. Du kannst dich zwar mit Heilsalben, Pflanzen oder auch Tränken schnell heilen, aber ein voller Magen hat auch eine Heilwirkung. Geht nicht so schnell, aber hält länger an. Essen stärkt dich auch. Kommt immer darauf an, was du kochst. Geros Essen war immer lecker. Keine Ahnung, wer das hinbekommen hat. Hey, tu mir einen Gefallen. Du kommst doch sicher mal im Ruinenlager vorbei. Vielleicht lassen sie dich nicht einfach rein, aber wenn doch. Gero und ich waren gut befreundet und ich würde gern hören, wie es ihm geht. Kannst du mal nach ihm schauen? Inzwischen ist es ziemlich gefährlich hier. Also, wenn wir das Ruinenlager sagen, brauchen wir eigentlich nicht. Ich werde im Ausschau halten. Wenn ich ins Ruinenlager komme, werde ich mich umhören. Gut, würde mich beruhigen, wieder was von Gero zu hören. Wenn du dort bist, findest du ihn wahrscheinlich an irgendeinem Kessel, so wie hier bei uns früher. Aber gut, mehr kann ich nicht machen. Ich packe meine Sachen und gehe zur Brücke, kannst Senkes Bescheid sagen.
Sag Bombos, wie geht es deinen Sumsen? Sind sie immer bumsen? Gut, sie sind immer fleißig. Steine, 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 alle meine. So, wo, wir sind jetzt schon hier. Jetzt müssen wir noch wegen die Holzfäller schauen. Hier, ich dachte, es schauen nur noch Leute ab. Gut, wenn sich jemand anders entscheidet. Ich bin Charlina. Wenn du irgendwas brauchst, hier liegt alles mögliche rum. Kannst dich bedienen. Wertvolles ist dich dabei, aber du kannst in der Werkbank was damit zusammenbasteln. Du bist offenbar nicht zum Ruinenlager abhauen. Ja, ich bin auch anscheinend eine von denen, die... so dämlich sind. Ein Reißerrudel im Süden, keine Hilfe von Nemenden. Hier bleiben grenzt an Selbstmord. Was ist das für ein Rudel? Ich weiß nicht, wie viele Reißer es sind, aber wir sehen sie immer öfter, es werden immer mehr. Mit jedem Mal trauen sie sich näher. Welche Viecher, tödliche Viecher, ich hasse sie. Was hält dich noch hier? Ich will meine Freunde nicht im Stich lassen. Wir haben so viel durchgestanden. Jendrik und Senkis waren immer für mich da. Und wenn die Brücke repariert ist, wird es wieder besser. Senkis schickt mich. Wo finde ich Jendrik? Jendrik müsste beim Abbundplatz sein, um dort am Holz zu arbeiten. Der liegt westlich vom Holzfällerlager und dort einfach nach Norden. Muss weiter. Sie Rundholz. Rezept Wurfmesser, gell? Wir können Leder herstellen. Wir haben ja, Fleisch, ich hätte gern. Waffen oder irgendwas haben wir nicht. Leder, Eisenklumpen, Silberklumpen. Ich gebe ihr logisch, ne? Irgendwo, glaube ich, fightet er ja herum, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das hat er eh draußen, Gott sei Dank, weil ich habe immer Angst, dass ich das passt. Das ist eh okay. Irgendwo hat er seinen Fight. Mit, was wir so finden. Sehr schön. Ah, geht da hin. Erfahrungspunkte steigen und steigen. Was ist da? So ein Wurzelding oder was?
Ja, Alter. Der Rexvieh. Gut. Guck mal, das Sau erwischt. Noch, noch. Fülle. Ja, ich brauche jetzt keine Erklärung im Kampf, Alter. Weg sind sie, das ist wichtig. Geschafft haben wir es. Irgendwie haben wir es hingekriegt. 13 Münzen. Harz. Dornenranke. Wirft eine. Ah, okay. So was haben wir gekriegt. Ah, da ist er. Bist du verletzt? Verfluchte Sprigas. Sie werden immer stärker in letzter Zeit. Ich brauche einen Augenblick. Hoffe, sie haben dir nicht zu hart zugesetzt. Ich habe gerade einen Baum gefällt und zerteilt, als mich diese Biest überrascht. Eigentlich stutzt Larea die Knospen zurecht. Aber wenn man es versäumt, was Larea offenbar getan hat, verflucht, dann laufen die Sprigas um und hauen zu. Die Sprigas werden dann auch noch größer. Zum Glück ist mir noch kein ausgewachsenes Exemplar begegnet. Könnte ungemütlich werden. Weißt du, die Sprigas morgens raus, kommst du abends heil nach Hause, sage ich immer. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Jendrik. Ich bin Holzfäller, wie die meisten anderen. Naja, wer noch hier ist. Immerhin habe ich jetzt mehr Ruhe beim Arbeiten, kann mich ganz dem Baum widmen, die ich klein mache. Und einem Zwitschern der Vögel lauschen zwischen den Schlägen. Sag es wieder, dass du an der Brücke mitarbeitest. Oh, wie repariert man eine Brücke ohne Holz? Ich muss erst mal was hinschaffen, sonst stehen alle mit leeren Händen da. Und wer muss Holz hacken? Ganz alleine? Da ist doch noch jemand beim Ab- und platzt und hilft. Du meinst Jarina, nichts für ungut. Die ist halb so schnell wie ich. Keine große Hilfe. Ich muss zurück zum Ab- und Platz, wollte eigentlich nur ein neues Holz holen und den Rest kennst du ja. Schnapp dir 5 Stücke Rundholz und bring sie zum Ab- und Platz südlich von hier. Alles einpacken. Hat der Kämpfer gegen 3 jetzt gleich, oder? Brrrr. Wenn er irgendwie so leicht erinnern kann, dass da noch irgendwas war. Mal.
führt denn die Spur jetzt hin? In die Höhle. Ja, witzig. Der war schon angeschlagen. Das muss man gleich speichern. Das war einmal im Kreis. Ist da sonst noch irgendetwas? Ein Lager. Benötige einen Dietrich. Ach, wie niedlich. Rundholz gefunden, Münzen. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ein Lager haben wir hier. Und das war's mit dem Getier. Aber den haben wir immerhin erledigt. Man 40 Erfahrungspunkte. Man ist für mich jetzt am Anfang natürlich oder irrsinnig viel. Es wird finster. Ah. Bei den Göttlichen hast du mich erschreckt. Ich dachte schon, es wären wieder so ein Drecksreißer. Dann wäre es wohl um mich geschehen. Ich bin gefährlicher als ein Reißer. Das kannst du eigentlich nur glauben, wenn du noch nie einen Reißer getroffen hast. Was machst du hier? Mich ausruhen. Ich bin Larea, die Jägerin bei den Holzfällern. Ist mit dir alles in Ordnung? Es ist alles nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ich bin bei der Jagd verletzt worden. Das ist mir noch nie passiert. Die werden mich alle auslachen. Guck mal, die starke Larea, die beste Jägerin überhaupt, die ist jetzt verletzt worden bei den Göttlichen. Die Wunde tut echt weh, die pocht immer stärker. Wie ist das passiert? Ich war hinter einer Wasserratte her, da hat mich so ein dreckiger Reis aus dem Dickicht raus angesprungen. Hatte mich nur noch auf die Ratte konzentriert und habe ihn nicht kommen hören. Ich habe ihm dann gezeigt, das verdammte Biest hat gut gequiekt und ist weggehumpelt. Zumindest die Schlacht habe ich gewonnen. Okay. Aber vorher hat mich das Vieh gebissen. Das ist mir noch nie passiert. Wenn die anderen hören, dass ich so blöd war, mich von einem Reis erwischen zu lassen und dann noch so rumjammer wegen des kleinen Bisses. So eine Scheiße. Die dürfen mich nicht so sehen. Soll ich mich für dich um den Reißer kümmern? Du, gegen einen Reißer. Nimm's mir nicht übel, aber ein halbes Hemd wie du sollte von den Viechern eher Abstand halten. Oder wenigstens ordentliche Waffen dabei haben. Es tut schon verdammt weh, Drecksreißer. Vielleicht könnte eine Heilpflanze helfen. Ja, habe ich auch schon gedacht. Davon wachsen hier einige. Ein paar in der Nähe habe ich aufgetragen. Die haben etwas geholfen, aber ich bin
aber dann bin ich so müde geworden und musste mich ausruhen. Jetzt kann ich mich kaum noch auf den Bogen, kaum noch meinen Bogen heben. Ich schaue mich um, vielleicht finde ich etwas für deine Wunde. Vielleicht, also, im Lager ist eine Heilerin, Cora. Die kennt sich mit Wunden und Verletzungen aus. Wenn jemand weiß, was helfen könnte, dann sie. Aber sie soll es für sich behalten. Und weh, du erzählst es irgendwen sonst im Lager. Das machen wir natürlich nicht. Lass mal das herum erzählen, so sind wir nicht. Sind keine Tratsche. Es gibt Klatsche für die Tratsche. Sehr schick. Ah. Hello again. Das ist mein Bett. Ganz ehrlich. Ich schlafe mal bis in der Früh. Ups. Jetzt ist ja mein Ding weg, gell? Ein wunderschöner Bonus. Die Cora müssen wir finden, oder mal sehen, das. So ein Ding müssen wir mal. Hm? Ja, ich wollte auch nicht mit dir sprechen. Ich wollte eigentlich. Essen, gebratenes Sinnigschwert, gebratene Forelle, saftiges gebratenes Fleisch. Okay, 3 kann ich machen. Ich mach mal 2. Dann habe ich 5 Stück. Das ist, denke ich, nicht so schlecht. So, wo ist jetzt unser Kollege? Also, steht ein Tor lang rum. Hast du das Holz dabei? Jupp. Das sieht doch gut aus. Jetzt kommt die richtige Arbeit. Fangen wir an. Hier, nimm den Holzspalter. Komm mit. Ich glaube, bei ihm kann man dann Stärke lernen, ne? Der linke Baumstamm gehört dir, der rechte mir. Nimm die Axt in die Hand, benutze den Baumstamm und legen wir los. Dafür brauche ich einen Holzspalter. Gut, du bist bereit. Nur ein gespaltenes Holz ist ein gutes Holz. Alles Holz voller Sprichwort, also pass auf. Hände ein Stück auseinanderhalten und in einen steilen Winkel treffen. Kräftig ausholen und voll aufs Rundholz. Los. Die eine Hand ganz hinten am Stiel, die andere vorne. So hast du Kontrolle und Kraft gleichzeitig. Ach ja, ich weiß noch, als ich das alles gelernt habe. Die Zeit ist ein reißender Fluss, sagt man. Ist es nicht toll, dieses Holzhacken? Das Beil da reinknallt und die Fetzen fliegen? Ich beruhige das immer und manchmal regt es mich auf. Ja. Oh. Nun übertreiben sollte ich es nicht. Das macht der Rücken nicht mehr mit. Aber solange ich eine Axt halten kann, werde ich diesen Wald zeigen, wer der Stärkere ist. Also, ich mache das hier ja wirklich gern, merkst du ja. Ist aber nicht für jeden. Hoffe, es hauen nicht noch mehr Leute ab. Wer sind diese Leute, die abgehauen sind? Insgesamt sind 3 Leute abgehauen. Finley zuerst, kein Verlust. Er ist so eine faule Sau. Kurz danach ist Cassie auch abgehauen. Die war eigentlich immer fleißig. Auf die konnte man sich verlassen. Schade drum. Und dann noch Gero. Nicht gerade der Hellste, aber was der am Kessel zubereitet hat, war lecker. So gut werde ich wohl nie wieder essen. Agil ist zwar nicht weggegangen, aber der muss jetzt kochen. Hat eigentlich immer mit Holz geschlagen. Das Holz hackt sich nicht von selbst, sage ich immer. Holz hacken. So ein bisschen sieht's ja schon im Rücken. Drobo ist halt kein Jungbrunnen, aber wer weiß. Wenn aus Drobo das Land das sagen wird, dann wird alles besser. Ich würde jedenfalls weder den Holzfäller noch nehmenden den Rücken zurückkehren und abhauen.
Warum sind sie denn abgehauen? Haben die Hoffnung verloren. Lieber sind sie Hauer im Ruinenlager. Hab gehört, dass man Schulden anhäuft, wenn man dort arbeitet, und dann lassen sie einen nicht mehr weg. Nächste Runde. Schauen wir, wer stärker ist, du verdammtes Stück Holz. Du geil. Ja. Warum sind sie nicht nach Nemerton gegangen? Nemerton? Die nehmen nicht jeden. Müssten sie eigentlich, wenn sie nicht ausbluten wollen, aber naja, die sind halt misstrauisch. Mhm. Holzhack. Ich denke ja gerne an meine Zeit zurück, bevor ich Holzfäller geworden bin. Da war ich Arena. Der Jubel beim Einmarsch, das John, wenn ich den Gegner besiegt hatte, das fehlt mir ja schon ein wenig. Hast du dabei auch eine Axt benutzt? Oh nein, das wäre doch zu leicht, weißt du? Ich habe mit den Fäusten gekämpft. Waffen? Die hatten nur die Feiglinge in der Arena und ich lange. Erst habe ich ihnen die Waffe abgenommen und ihnen die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Wenn ich sie dann im Schwitzkasten hatte, haben sie begeistert aufgegeben. Manchmal will ich das gern nochmal erleben, aber tja, die Zeiten kommen wohl nicht wieder. Wieso bist du jetzt kein Kämpfer mehr? Irgendwann macht der Körper es nicht mehr mit. Irgendwann fängt man an zu verlieren und dann geht's einfach nicht mehr. Ist halt so. Du machst da nur einen starken Eindruck. Danke. Das Hacken hält in Form, aber naja, da war noch was anderes. Sie hieß Sorcha. Genau, der Name, und der war ja wirklich. Du alter Sorcha. Wenn ich nicht in der Arena war, war ich in ihrem Bett. Und dann habe ich mir eingeredet, dass daraus mehr werden könnte. Ja, ich war scheißdämlich. Blind, wollte aufhören zu kämpfen und bei meinem letzten Kampf kam sie nicht. Auch danach nicht. Dann habe ich sie gefunden in den Armen des verdammten Gerar. Ein anderer Kämpfer, starker Typ. Was hast du gemacht? Was denkst du denn? Wollte Gerar würgen? Das war vielleicht etwas überhastet. Er hat mit seiner Axt Nager Kleinholz aus mir gemacht und dann waren er und Sora weg. Danach hatte ich die Schnauze voll von der Arena und dem Ruinenlager. Bin ziellos durch Drober gezogen, wurde dann von Reisern gejagt und bin hier gelandet. Zengis hat mir eine Chance gegeben. Jetzt bin ich hier, einer der Holzfäller. Ist nicht wie so ein schöner Arena-Kampf, aber nach einem langen Tag weiß ich trotzdem, was ich geleistet habe. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, es ist noch viel zu tun. Das Ding wird langsam stumpf. Mit dem Schleifstein führt er die Klinge entlang. Keine Bang. Dann ist wieder scharf, die alte Zang. Aber genug von mir. Was hast du denn hier vor? Ich muss nach Nemerton. Musst. Die nehmen nicht den. Viel Spaß, wenn du die überzeugen willst, dass sie dich brauchen. Selbst ein Kämpfer wie mich würden die nur mit dem Arsch anschauen. So, damit schneide ich jetzt wieder durch Holz wie durch Butter. Bald haben wir es. Gut, dass du noch nicht aus der Puste bist. Hast du einen Rat, wie ich im Droh am besten vorankomme? Im Ruinenlager nehmen sie dich mit Kusshand, geben dir Essen und ein Dach über den Kopf. Aber wenn du dich mit ihnen einlässt und Schulden machst, haben sie dich am Kragen. Und den Frauen dort kannst du nicht über den Weg trauen. Die brennen sofort mit einem anderen durch. Nemerton. Da geht es entspannter zu. Die sind besser geschützt, die wollen das Land das Sagen schaffen, aber du kommst nicht so einfach rein. Mit jemandem, der für dich spricht, ist es leichter, eine Hand wäscht die andere und so. Wenn du sonst noch was wissen willst, sag Bescheid. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Zengis kann dir vernünftige Kleidung geben, wenn du dich nützlich machst. Alles ist besser als die Lumpen, die du trägst. Aber für wirklich gute Ausrüstung und Waffen bist du hier falsch. Irgendwo in der Nähe von unserem Lager sind die beiden Streithähner Plan und Karima. Streiten sich immer, was die beste Waffe ist. Vielleicht können die dir weiterhelfen. Mit dir geht das Holzhaken jetzt so gut von der Hand. Ich habe kaum noch Rückenschmerzen. Gibt es noch andere Orte wie diesen hier? Ja, unabhängige Höfe, aber auch Plünderer. Du könntest auf der anderen Seite des Flusses noch Höfe finden, aber die erreichst du gerade nicht so einfach. Besser, du gehst am Ruinenlager vorbei und dann von außen rum. Ansonsten musst du einfach die Augen offen halten und mit den Leuten reden. So gut kenne ich mich auch nicht aus. Ich bin meistens hier.
Das Rest wissen wir, das hilft dir nichts. Ich glaube, wir haben genug Holz gehackt. Glauben ist nicht wissen. Und scheißen ist nicht pissen. Egal, es reicht für heute. Stärke plus eins. Danke für deine Hilfe. Hast was gut bei mir. Holzfällen hält fit. Siehst schon kräftiger aus als vorher. Wenn du kämpfen willst, musst du auch flink sein. In der Arena dachten immer alle, dass ich nur draufschlagen kann. Wenn keiner damit rechnet, nutzt du genau diesen Moment und aus und sprintest nach vorn. Damit verringerst du deine Distanz zum Gegner. Oder baust mehr Distanz auf. Das kann dir den Arsch retten. Wenn du noch mehr von den alten Kämpfern wissen willst, sag nur Bescheid. Ich kann dir zeigen, wie du stark bist. Ich mache mich jetzt dran, die Brücke zu reparieren. Wenn du mich siehst, sehe. Wenn du mich nicht siehst, sehe ich aber vielleicht dich. Bringen wir, und wir sind Stufe 3. Bringen wir was bei. Was willst du lernen? Okay, wir haben Lernpunkte. Ich gehe mal auf Stärke 10. Ich lasse mal 4 Punkte über. Weil ich jetzt nicht weiß, wie das mit Ding war, mit den anderen Song. Ich denke, du kannst jetzt ordentlich im Kampf zuschlagen. Weil ich würde so oder so wahrscheinlich auf Stärke gehen. Also, ich will Holz kaufen. Wir haben nicht viel, weil wir die Brücke reparieren müssen. Ich verkaufe, was ich nicht brauche. Und Holz. Wir sehen uns. Das war's ja damit. Okay. Kampfkraft, ja, wir haben jetzt steht, okay. Lebenspunkte 50. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir den Sengis reden. Oder mit D-Ben. Prima. Na? Du hast vorhin eine Arena erwähnt. Die Arena im Ruinenlager. Plan liebt es dort, weil es da richtig zu Tage geht. Schleift mich immer dorthin mit. Eines Tages wird er sich verschätzen und dann kommt er nicht mehr aus der Arena lebend raus. Mama glaube ich, dass er es darauf anlegt. Sollte es dich nach Blut dürsten, geh ins Ruinenlager. Die freuen sich über alle, die dumm genug sind, in der Arena zu kämpfen. Okay. Ja, mit Schwert und Schild werde ich eh nicht kämpfen, für das bin ich nicht gebaut. Hier war ja noch ein neuer Quest, was das betrifft mit denen da, mit dem Dieb. Kannst du mir jetzt beibringen, mit der Axt besser zu kämpfen? Gut, aber. Ich bin zwar nicht der Beste, aber ein paar Tricks habe ich drauf. Was willst du lernen? Noch nicht erlernbar, Blutrausch. Grund vor Krampf, okay, 25. Wir haben Grundkampfkraft 20. Ja, ich warte noch. Ich bin noch nicht. Wir werden schon noch, aber. Ich möchte natürlich auch irgendwie was haben, weil. Ich weiß jetzt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war hier mit dem. Stehlen dann, also wo wir dann Truhen öffnen können, knacken und alles, also. Das ist die Katze. Jetzt müssen wir nur noch die Dinge müssen wir finden, die Heilerin. Ich weiß gar nicht mehr, wo waren die? Die habe ich damals nämlich auch gesucht. Das kann ich mir noch erinnern. Hier sind wir aus dem Lager draußen. Aber die ist schon im Lager, ne? Ich weiß, dass ich die damals auch wieder rausgesucht habe. Hm.
Lorea bei den Holzfällen. Oder ist das die, was wir... Nein, das war nicht die, was wir als erstes getroffen haben. Glaube ich halt nicht. Gilo. Merlin. Was, dass die irgendwo habe ich die dann getroffen, Alter. Ich habe da ewig gesucht und gesucht. Und dann auf einmal war sie eh da. Na Katze, wo ist die Heilerin? Wo ist sie denn? Sengis an, Mann. Ist es da irgendwo? Alter, die haben es echt in eine gute Stelle hintern. Ist mal im Ernst. Da sind die Zelte. Ich suche Cora, weißt du, wo sie ist? Hm. Die ist nicht immer hier, sondern ins Ruinenlager abgedampft. Vielleicht sollte ich das auch tun. Weißt du, wie man noch Wunden richtig behandelt? Ah. Damit kenne ich mich nicht sehr gut, sogar sehr gut aus. Die Antwort ist... Ja? Bier. Was? Ach was, keine Ahnung, wie man Wunden richtig behandelt. Ich habe schon ein paar Mal meine Schulter einrenken müssen. Das kann ich dir gern zeigen. Hm. Muss ich den nur erst ausringen, aber das geht leicht. Stelle die schmerzhafte Wunde nach einem Biss eines Reisers vor, was kann man da tun? Schmerzhaft? Da muss man halt durch. Und wer so blöd ist, sich von den Reisern zu nähern, hat es auch nicht anders verdient. Das hilft gegen die Schmerzen. Ein Reiser war es, verdammte Biester mit ihren messerscharfen Krallen. Da gab es doch eine Möglichkeit. Cora hatte mal eine Salbe gemacht, die gut bei Wunden gewirkt hat. Weiß nicht, was da alles reingemischt war. Erdwurzel war drin, das weiß ich noch. Die muss also helfen bei sowas. Kannst du Erdwurzel auf die Wunde binden? Ich schätze, das hilft. Muss ja, wenn die auch in der Salbe ist. Bist du dir da wirklich sicher?
Wie soll ich sicher sein? Ich kann nur kochen, ich kann nur Knochen einrenken. Und ich habe Hunger. Larea soll mit dem Fleisch behalten. Ich kann nur sagen, dass Cora mit Erdwurzel rumgemacht hat, wenn sie die Salbe angerührt hat. Keine Ahnung, was das Zeug bewirkt. Und ich werde es nicht bei mir ausprobieren. Nicht so schnell. Hier stimmt doch was nicht. Das kann ich riechen. Also aber aus mit der Sprache. Ich habe nur aus Neugier gefragt. Neugier ist gefährlich in Drover. Neugier bringt dich um. Also sei vorsichtig, wo du deine Nase reinsteckst. Sehr gut. Jetzt haben wir das. Sie ist gar nicht mehr hier. So war das. Jetzt müssen wir trotzdem den Sengis finden. Wo ist denn der unterwegs? Plan? Planlos? Da ist er. Was gibt's? Henrik und Guido arbeiten beide an der Brücke. Sehr gut. Oh, die stellen sich dabei nicht so dämlich an. Die Brücke muss so schnell wie möglich repariert werden. Gut gemacht. Ich habe dir die Arbeiterkleidung versprochen, also sollst du sie auch haben. Riecht vielleicht etwas mufflig, aber das ist ja... Das ist bei dir ja keine Verschlechterung. Und es ist noch eine Frage der Zeit. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Brücke repariert ist. Leider zu viel Zeit. Wenn wir mehr Leute hätten, dann würde das viel schneller gehen. Aber so nicht. Soll ich sonst noch was tun? Zuerst muss die Brücke repariert sein. Das ist das Allerwichtigste. Danach sehen wir weiter. Du kannst das Zelt gern weiter benutzen. Im Moment braucht es sonst keiner. Ruh dich da drin aus. Und falls du zum Ruinenlager gehst, bleib auf den Wegen. Die Monster sind aggressiv. Und das wird sich so schnell nicht ändern, fürchte ich. Schön, dich zu sehen. Angenommen, ich wurde von einem Reiser gebissen, was soll ich tun? Ist das die Brücke kaputt? Von was für Lagern redest du? Nemeten und das Ruinenlager sind die großen Siedlungen. Sie spielen fein. Aber sich keiner der beiden Orte anschließen will, sind Probe so gut wie verloren. Agilo meinte, jemand klaut aus den Erdmieten. Ja, ich habe dort oben abends wieder rumsteigen sehen, aber war nicht schnell genug dort, um zu sehen, wer es ist. Bei uns im Lager waren immer alle da, also war es jemand anderes. Ich wünschte, ich könnte diesen dreckigen Dieb in meine Finger bekommen. Vielleicht schaffst du es ja. Du bekommst auch ein paar Münzen dafür. Ich kümmere mich darum. Gut, mach mit dem, was du willst. Hauptsache, hier verschwindet nichts mehr. Du wirst ihn wahrscheinlich nur nachts antreffen. Tagsüber war er nicht zugange, bislang. Angenommen, ich wurde von einem Reißer gebissen, was soll ich tun? Was weiß ich? Wenn es noch blutet, ist es wahrscheinlich nicht so gut. Frag ein bisschen Agilo. Der hat zumindest mehr Ahnung von diesen Dingen. Wieso fragst du eigentlich? Ist dir was passiert? Ich frage für einen Freund. Ich wollte es einfach nur wissen. Ich sage immer, solange der Arm nicht abfällt, kann er auch noch Holz sagen. Ich muss weiter. Gut, wir haben Arbeiterkleidung bekommen. Supi. Und so arbeiten wir uns langsam, aber sicher hoch. Rüstung plus 5, die hat 0. Besser als nichts, wobei nichts ist gleich gut. Schick. Hat sie das jetzt eigentlich? Ja, sicher. Geil. Stimmt, das verändert sich, die Rüstung. Cool. Jetzt müssen wir nochmal zu ihr hin. So weit müsste ich alles beisammen haben, was wir für sie brauchen. Das muss ich halt nur nochmal finden. Wascht wie man. Eine Pflanze nehme ich gern mit. Sie ist normalerweise ja nicht weit weg vom Lager. Da hinten steht sie. Was ist? Dein Reis ist tot, was ist dir das wert? Wirklich? Nicht schlecht. Ein Reis haut nicht jeder um. Hast wohl doch was auf dem Kasten.
Wenn ich wieder im Lager bin, kann ich dir was beibringen. Schleuder benutzen, Tiere auswählen. Sowas kann ich. Also, wenn ich nicht mehr verletzt bin. Okay, wegen deiner Verletzung. Ich habe eine Erdwurzel für dich. Erdwurzel? Und die hilft? Muss die so stinken? Agilo meinte, das hilft. Agilo? Agilo kann nicht meinen Rotkeck von einer Mana-Pflanze unterscheiden. Warum hast du nicht Cora gefragt? Cora ist nicht mehr da. Sie ist zum Ruinenlager gegangen. Was? Cora auch? Mist. Da habe ich keine Wahl. Bei den Göttlichen, der Dreck tut weh. Ah. Das Zeug brennt. Mach das weg, es tut so weh. Sie schütteln. Mit einer Ohrfeige weg. Aber ich... Oh, oh. Hey. Musst du zu Cora? Ja gut, würde ich dann sagen, dann müssen wir sie halt jetzt so holen mit ihm. Sie ist nicht mehr ganz heruntergekommen aus. Also sie muss ja irgendwas, sie ist ja was ich weiß, immer in der Nähe vom Lager zum Auffinden. Sie ist nicht sonderlich weit weg. Das ist schon zu weit drüben. Es kann nur irgendwo hier hoch sein, man sieht ja dann die Blutspur im Boden. Das ist nicht die Blutspur, die ich meine. Dieses. Was ist... Der Reiser ist tot, was ist dir das wert? Wirklich nicht schlecht. Einen Reiser haut nicht jeder um. Hast wohl doch was auf den Kasten. Wenn ich wieder im Lager bin, kann ich dir was beibringen. Schleuder benutzen, Tiere auswenden. Sowas kann ich. Also, wenn ich nicht mehr verletzt bin. Wegen deiner Verletzung. Ich habe eine Erdwurzel für dich. Erdwurzel und die hilft. Muss die so stinken? Agilo meinte, das hilft. Agilo, Agilo kann nicht mal einen Rotkehl von einer Mana-Pflanze unterscheiden. Warum hast du nicht Cora gefragt? Cora ist nicht mehr da. Sie ist zum Ruinenlager gegangen. Was? Cora auch? Mist, dann habe ich keine Wahl. Bei den Göttlichen, der Dreck tut weh. Ah! Tut so weh. Verdammt, ich muss schon zu den Holzfällern gehen. Musst du. Zu Cora. Okay. Da ist sie, ja. Da müssen wir ihr natürlich helfen, ne? Da unten glitzert was. Okay. Was ist... Der Reiser ist tot, was ist das wert? Wirklich nicht schlecht. Ein Reiser hat nicht jeder um. Hast du doch was auf dem Kasten? Wenn ich mit dem Lager bin, kann ich dir was beibringen. Schleuder benutzen, Tiere auswählen. Sowas kann ich. Also, wenn ich nicht mehr verletzt bin. Wegen einer Verletzung. Es wäre besser für dich, wenn du dein Hintern hier von hier wegbewegst.
Du sollst den Holzflügel und dort deine Wunden pflegen. Damit die denken, ich würde mich von so einer kleinen Verletzung zu einem nämlichen Häuflein machen lassen, auf keinen Fall. Es ist vielleicht mehr als nur eine kleine Wunde. Und wenn, ich trete den anderen in diesem Zustand nicht unter die Augen. Es ist wegen deiner Verletzung. Es wäre besser für dich, wenn du deinen Hintern von hier wegbewegst. Will ich ja, aber ich muss mich erst noch etwas ausruhen. Sobald die Wunde nicht mehr so schlimm ist, gehe ich zum Lager. Ich schaue nach, ob ich was finde, was dir hilft. Wäre gut. Wegen deiner Verletzung. Das wäre besser, okay. Du musst zur Brücke, jetzt. Dann bring mir was, damit ich gesund werde. Deine leeren Drogen helfen jedenfalls nicht. Ich meine es ernst, beweg deinen Arsch oder ich helfe nach sofort. Du musst zur Brücke, jetzt. Dann versuch es doch. Oh oh. Ja, lauf doch weg, du Depp. Ich will dir nicht wehtun. Oh. Jetzt wird angestupst. Jetzt sind wir erwischt. Man ist so gut gelaufen und dann. Aber wie kann ich ihr helfen? Ich will ja nicht gegen. Ich weiß nämlich, dass sie sonst stirbt. Wie kriegst du denn die? Oder muss ich erst die andere finden dann im Lager? Das wäre ja ganz komisch. Baumstumpf deinem Weg, du. Ich weiß nicht mehr. Oder muss man sie im Holzfällerlager vielleicht verraten? Vielleicht geht's gar nicht anders. Du. So geht's ganz gut. Okay, sie hat uns da weggeklatscht, ja. Man, das habe ich geladen. Aber ich würde gern wissen. Oder weiß irgendwer. Ah, vielleicht. Ah! Ich bin ein Depp. Der Ding da vielleicht. Der Bambus. Der Bombolus. Der Bombadil. Wie heißt er? Bombus. Sei gegrüßt. Du sagtest, du bist ein Heilkundler? Oh ja, die Natur von Drova hat so viele wunderbare Sachen zu bieten. Hier, schau mal. Ein rötliches Kraut kann Gift aus dem Körper vertreiben. Ein anderes violettes Kraut kann jemanden blau anlaufen lassen. Es gibt sogar welche, die den Geist erhellen. Ist das nicht absolut wunderbar? Kennst du etwas, das die schwerende Wunde des Reißerbisses heilen könnte? Reißer, gefährlich. Den Hau hinterlassen mehr als nur Wunden. Ein spezieller Heiltrank kann gegenwirken, aber das ist schwierig herzustellen. In welchem Stadium ist die Verletzung? Eine pochende Wunde. Ah, pochen, nicht gut. Dann liegt der Biss schon einige Stunden zurück. Und was auch immer der Reißer da reingebissen hat, breitet sich aus. Nicht gut, nicht gut. Kann man nicht riskieren, auf Heilung zu warten. Verzage nicht, es mag nicht schlimm klingen.
Und das Leben dieser mysteriösen Person mag an seinen Fahnen hängen, aber du hast Bombus gefunden. Bombus, der Heiler. Hör zu, ich kann dir eine Heilsalbe herstellen, die den Reißerbiss gut behandelt. Dafür brauche ich 2 Heilpflanzen und eine Erdwurzel. Aber warte damit nicht zu lange im Interesse der verletzten Person. Die Zutaten habe ich alle schon. Sehr gut. Die Heilsalbe stellst du folgendermaßen her. Erdwurzel ausschneiden und zusammendrücken, um die Kernflüssigkeit rauszudrücken. Die solltest du aber nicht anfassen, wenn du deine Finger behalten willst. Die Erdwurzel wirfst du dann in den Kessel und kochst sie durch. Zusammen mit den anderen Zutaten. Muss gar nicht so lange sein. Danach kannst du die verkochte Erdwurzel rausfischen. Die dicke Salbe musst du nur noch auf die Wunde auftragen. Sie sollte schnell wirken. Ansonsten hat die Natur dieser Person eben ein anderes Schicksal aufgelegt. Und das können wir sterblich nicht ändern, tja. Sehr nice, so ging das. Genau, das ist mir jetzt eingefallen. Weil wenn du sie Soyo heißt, sie stirbt, ja. Und so können wir sie natürlich retten. Die Heilsalbe. Benötigt Feuerstelle, also. Ach, sag dir Feuerstelle, bin ich ein Affe. Eine Heilsalbe. Okay, jetzt haben wir's. So ging das Ganze, ja. Er war ja Heilkundler. Jetzt muss ich nur wieder hinfinden. Aber im Endeffekt war es ja hier entlang. Was ist? Der Reis ist tot? Wirklich nicht schlecht, ein Reiserkasten. Ja, das heißt, was auf dem Kasten. Wenn ich mit dem Lager bin, kann ich dir was beibringen. Schleuder benutzen Tiere aus, wenn sowas kann ich. Also, wenn ich nicht mehr verletzt bin. Wegen deiner Verletzung. Ich habe eine Salbe für dich. Die riecht wie eine der Salben, die Chor immer hergestellt hat. Ah, oh, die tut gut. Die Wunde soll damit langsam heilen. Sie ist nicht mehr so angeschwollen und juckt auch nicht mehr. Denke, so schaffe ich es zurück ins Lager, ohne dass jemand mir was anmerkt. Jedenfalls danke, wir sehen uns. Geil, und wir haben schöne Erfahrungspunkte gekriegt dafür. Das war wichtig. Kennen wir ja alles. Hm. Gut, dass du im Lager bist, in Sicherheit. Danke dir, ich glaube, das war knapper, als ich es selbst eingestehen wollte. So oder so, ich will mich dafür das erkenntlich zeigen, was du getan hast. Du kannst meine alte Schleuder haben. Dein Rat gibt es gratis dazu. Guck immer ins Dickicht neben dir, wenn du dich an was ranschleichst. Wenn du willst, kann ich dir auch zeigen, wie man Tiere ausnimmt. Das kann dir selbst im Notfall nützlich sein, du kannst mit dieser Fertigkeit aber auch Münzen verdienen. Ach, und das, was den Reis angeht, verdammt gute Arbeit. Ich habe letztens Fälle in Edmonton verkauft und noch ein paar Münzen. Hier, damit du was zwischen die Zähne bekommst, sollte zumindest dafür reichen, im Ruinlager satt zu werden. Bringen wir das über die Jagd bei. Was willst du lernen? Das wollen wir lernen. Du musst das Fell vorsichtig mit einem scharfen Dolch vom Fleisch drehen, aber pass auf, sonst ruinierst du das ganze Fell. Hey. Die gute Larea ist wieder da. Ohne sie zu treffen, hätte ich meine Route nicht fortsetzen und da fällt dem alten Bombus ein Stein von Herzen. Ich habe sie mit einer Heilsalbe geredet, aber das hast du niemandem zu sagen. Hast du was anderes erwartet? Larea ist eine fähige Jägerin. Und Larea kann ich noch den einen oder anderen Trick lernen. Ja, ja. Meine alten Knochen sagen mir, dass irgendjemand nicht ganz unbeteiligt daran war. Schön, dich zu sehen. Larea ist wieder im Lager. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen, als sie zurückkam. Ein Glück, dass sie nicht abgehauen ist, wie manch anderer. Hier. Ein kleiner Dank dafür, dass du ihr geholfen hast.
Ich hoffe, diese paar Münzen sind Dank genug für alles, was du getan hast. Larea wäre ein schrecklicher Verlust gewesen. Ja, wir sind kurz davor vor dem nächsten Stufenaufstieg. Und dann schlafen wir bis Mitternacht. Und dann schauen wir mal, ob wir dem Loch wen finden. Ah. Oh. Er wühlt in den Erdmitten herum und bemerkt mich nicht. Du hast hier nichts verloren. Hey. Verzieh dich. Immer noch leer. Auch schon leer. Vielleicht wären die Erdmieten nicht so leer, wenn du dich lieber bedienen würdest. Vielleicht wärst du nicht so fordert, wenn dir jemand Manieren beibringen würde. Hau ab! Hä? Du bist also der Erdmietendieb. Und du bist also die eine Nervensäge. Schön, dass wir darüber geredet haben. Versuch's doch mal mit ehrlicher Arbeit, bei Senges arbeitet keiner umsonst. Wieso sollte Senges mich aufnehmen? Ich hab's schon mal vor einer Weile versucht, aber keine Chance. Er wollte nichts von mir wissen. Einige der Holzversetzer hat im Erdbeben gegangen. Mir ist aufgefallen, dass weniger Wachen da waren. Senges sucht mittlerweile Leute, du hast keine Arbeit, ihr könnt beide profitieren. Ich wusste nicht, dass Senges mittlerweile Leute braucht, das ändert die Lage. Denkst du wirklich, dass er mich aufnehmen würde? Ich kann ein gutes Wort für dich einlegen. Was würdest du tun? Klar, warte tagsüber vor dem Lager auf mich. Alles klar, ich schlafe nachts in meiner Höhle, aber den Rest des Tages warte ich auf dich. Ach so, und eine Sache noch. Sag ihm auf keinen Fall, dass ich aus den Erdmieten geklaut habe, sonst nimmt er mich niemals auf. Ich kann dir nichts versprechen. War ja klar. Hoffentlich lässt du mich nicht hängen. Ich warte auf dich beim Stein am Fluss südlich vom Lager. Sehr schön, Lernpunkte haben wir jetzt wieder 6. Lebenspunkt ist dann da gestiegen. Ich laufe noch bis 8 Uhr früh durch. Schön, dich zu sehen. Südlich hat er gesagt beim Lager, aber irgendein Stein oder was? Man. Es ist ja nicht so. Es wären hier nicht mehrere. Na, hier wieder kaum warten, das heißt drüben ist man rum, die weiß schon ungefähr wo. Hier wieder so leichte, seichte Erinnerung. So. Da bist du ja. Lass uns zu Senges gehen. Also er hat seinen eigenen Weg, okay. Was ist hier los? Wer ist denn der Typ? Das ist Owen, er sucht Arbeit. Owen. Ich kenne dich doch, hast du Ahnung vom Holzfällen? Naja, nee, aber was soll schon dabei sein? Man haut eine Axt ins Holz, immer wieder. Ha, das ist schon mehr dran. Kann Hendrik dir alles beibringen. Gut, du kannst bei mir anfangen. Für jeden Arbeitstag bekommst du ein paar Münzen, eine Mahlzeit und einen Schlafplatz. Und du fliegst, wenn du unfähig bist. Drüben im Wasser kannst du dir einem der Zelte pennen. Wenn sich jemand beschwert, sag einfach, dass ich dich geschickt habe. Ich melde mich bei Hendrik. Danke, Senkis. Immerhin zwei Hände mehr, die mit anpacken kann, wie ich ihre Hilfe gebrauche. Hier, für meinen Arbeiter, den du mir gebracht hast. Soll später niemand sagen, dass ich mich nicht erkenntlich zeige. 150 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Ging ja gut jetzt voran. Was willst du lernen? So, dass wir mir das zeigen. Wir haben 6 Lernpunkte.
kommt von innen. Konzentriere dich auf deine Schläge und achte darauf, dass du sie sicher stehst. Was will ich noch lernen? Wir haben jetzt Grundkampfkraft 21. Was ist das da? Einfacher Axtkampf. Die Kampfwahl. Was bringt eigentlich Geschick? Ich muss nochmal schauen. Irgendwie kann jetzt zwar nicht zuschlagen, das stimmt. Geschick. Physischer Schaden und das glaube ich die kritische Trefferrate. Abhängig vom Waffen. Ja, Geschick wäre gar nicht auch so blöd dann. Das muss mitlernen. Wir lernen das mal alles so durch jetzt. Und dann später können wir uns ja die Fähigkeit von ihm aneignen. Kampfkraft 29, sehr gut, weil dann können wir das lernen, weil ich denke, Axtkampf, so, das macht mir ziemlich Spaß. Aber ich weiß, bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob ich dran bleibe. Der Speer war recht cool, was ich mich so erinnern kann. Und unser Tagebuch, der abtrünnige Freund ist noch. Aber das ist natürlich, da müssen wir ja sowieso erst weiter. Münzen haben wir gesammelt. Ich glaube, wir haben so einen Beutel noch gefunden. Sehr schön. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, mit dieser Folge ist es dann vorbei. Na, das war Folge 2. Dann schaut auch wieder rein bei Folge 3. Ich bin so frei. Ciao, ciao.